Sie wissen, bin ich der designierte Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses, der heute starten wird. Mir ist dabei klar, die Arbeit in diesem Ausschuss wird kein Zuckerschlecken. Es sind auch hohe Erwartungen an diesen Ausschuss gebunden. Und ich möchte als Vorsitzender vor allen Dingen darauf achten, dass mit der gebotenen Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit in diesem Ausschuss gearbeitet wird. Untersuchungsausschüsse haben eine besondere Stellung und eine besondere Dynamik. Und viele werden auf diesen Untersuchungsausschuss blicken und erwarten, dass die schweren Vorwürfe und offenen Fragen, die im Raum stehen zur Pkw-Maut, in diesem Ausschuss aufgeklärt werden. Und ich betone nochmal, dieser Ausschuss ist keine politische Showbühne, sondern jeder muss sich darüber im Klaren werden, wie wichtig es ist, hier sachlich und ernsthaft aufzuklären. Alle Beteiligten, die Ausschussmitglieder, aber auch diejenigen, die wir im Laufe der Beratungen hier befragen werden. Ich möchte noch einmal betonen, dieser Ausschuss ist nicht in der Rolle des Anklägers, nicht in der Rolle des Verteidigers, sondern er ist Aufklärer. Und nach diesem Maßstab möchte ich auch diesen Vorsitz führen und darauf achten, dass dies in der notwendigen Sachlichkeit auch erfolgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Minister hat gestern noch eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, er ist sich keiner Schuld bewusst, er habe keinen Fehler gemacht. Wie bewerten Sie das? Ich mag das im Moment gar nicht bewerten. Wir wissen, dass Vorwürfe im Raum stehen. Es ist sein gutes Recht, darauf hinzuweisen, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Und gerade hier auch zu klären, wie sind rechtliche Beurteilungen vorzunehmen zum Europarecht, zum Vergaberecht und zum Haushaltsrecht, auch vor dem Hintergrund des Berichtes des Bundesrechnungshofes. Das ist die Aufgabe dieses Ausschusses. Für uns als Freie Demokraten geht es darum, dass wir eine lückenlose Aufklärung des ganzen Mautdesasters von Minister Scheuer und auch der CSU bekommen, weil natürlich hier auch hohe Schadensersatzforderungen zulasten des Steuerzahlers im Raum stehen. Wir möchten, dass dieser Untersuchungsausschuss kurz und schmerzhaft arbeitet, damit die ganzen Vorwürfe, die im Raum stehen, lückenhaft aufgeklärt werden. Und es geht nicht darum, dass wir die PR-Arbeit, diese ganzen auch teilweise merkwürdigen Auftritte des Ministers hier fortführen, sondern wir wollen eine sachliche Aufklärung haben, die dazu führt, dass diese ganzen Mysterien, die da passiert sind, dass die jetzt endlich aufgeklärt werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus den bisher vorliegenden Unterlagen haben wir eine Reihe von Fragen, die bisher nicht beantwortet werden konnten. Zum einen, warum wurde ein Vertrag unterschrieben, den es so kein zweites Mal gibt in der Bundesrepublik Deutschland, wo das Risiko ganz einseitig beim Staat liegt, also Kosten sozialisiert werden und Gewinne privatisiert. Zum anderen, Vergabe- und Haushaltsrecht. Wir fühlen uns in unserer Kritik bestätigt durch den Bericht des Bundesrechnungshofs, der ja festgehalten hat, und das darf man, glaube ich, nicht ignorieren, dass der Haushaltsgesetzgeber 2 Milliarden zur Verfügung gestellt hat, aber Herr Scheuer 3 Milliarden ausgeben musste und hier das Parlament im Königsrecht des Haushaltsrechts übergangen wurde und auch vergaberechtlich nach jetzigem Stand der Dinge schwere Fehler gemacht wurden. Wir haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Firma Toll Collect verstaatlicht wurde, um die Kosten der Pkw-Maut zu senken. Das ist vergaberechtlich so nicht in Ordnung, wie auch die Nachverhandlung nach finalen Angeboten. Also eine Reihe an Fragen zu den Themen Europarecht, Haushaltsrecht, Vergaberecht, die weiterhin offen sind. Wir sind gespannt, ob der Minister auch etwas Entlastendes zu seiner Verteidigung vortragen kann. Es wird spannend. Wir werden losstarten mit Sachverständigen im Januar, mit Zeugenbefragung. Also wir wollen sachlich aufklären, damit sich so etwas auch nicht wiederholt und auch vor allem die Frage beantwortet wird, wie hoch der Schaden für den Steuerzahler sein wird. Was vielleicht auch noch wichtig ist hinzuzufügen, es geht natürlich auch bei der Aufklärung darum, ob Minister Scheuer das alles selbstständig gemacht hat, was da passiert ist, oder ob es vielleicht Persönlichkeiten im Hintergrund gab, die sozusagen Drehbücher geschrieben haben, auch aus seinem Ministerium heraus. Und das ist, glaube ich, wichtig, das auch aufzuklären, weil viele der Vorwürfe führen immer wieder zur Vermutung, dass da viele oder mehrere Persönlichkeiten daran beteiligt waren. Auch das gilt es, in Ruhe jetzt sachlich aufzuklären.
weil es natürlich nicht sein kann, dass am Ende ein überforderter und gesteuerter Minister auch in solche Dinge reingerutscht ist, für die er natürlich komplett verantwortlich ist, die man aber dann auch aufklären muss, auch zum Schutze eines Ministeriums für die Zukunft. Mein Name ist Wolfgang Wiele. Ich bin zusammen mit dem Kollegen Andreas Mrosek der Vertreter der Alternative für Deutschland in dem Untersuchungsausschuss PKW-Maut und betone an dieser Stelle, dass die AfD sehr großes Interesse hat an einer sachlichen Aufklärung. Wir müssen feststellen, dass im Vorfeld sehr, sehr viel Schau veranstaltet wurde, sehr, sehr viele Wellen geschlagen wurden vom Minister selber, der Aktenwagen in einen Ausschusssaal gefahren hat, von denen wir später erfahren haben, das war nicht alles. Und auf der anderen Seite wurde auch in der Öffentlichkeit schon fast eine Art Jagd auf den Minister veranstaltet. Wir hoffen sehr darauf, dass die ganze Auseinandersetzung um die PKW-Maut jetzt sachlich aufgeklärt werden kann und haben aus der Sicht der AfD auch ganz großes Interesse daran, den europarechtlichen Hintergrund des Scheiterns der PKW-Maut näher zu beleuchten und besser zu verstehen. Hätte der Minister damit rechnen müssen, dass der Europäische Gerichtshof sein Projekt stoppt, oder hat ihn das tatsächlich unvorbereitet erwischt? Darauf wollen wir eine Antwort haben. Ja, mein Kollege hat alles gesagt. Wir hoffen nur nicht, dass es die Spitze des Eisberges ist, sondern dass es irgendwo überschaubar bleibt. Ich meine, der Schaden ist eingetreten. Wir wollen die transparent haben zu den Zahlen und so weiter und so fort. Ja, wir werden uns dafür einsetzen. Es ist gut, dass wir heute die Beratung des Untersuchungsausschusses zur PKW-Maut eröffnen. Eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, weil ein etwas auskunftsfreudigeres Verhalten des Ministers, weniger Geheimgespräche, die nicht protokolliert wurden, weniger, man muss ja sagen, Falschaussagen darüber im Bundestag, hätten das ganze Verfahren auch anders abwickeln können. Ich will noch mal zur Einstimmung trotzdem sagen, der Untersuchungsausschuss ist notwendig, aber die politische Bewertung, dass Andreas Scheuer als Minister für den entstandenen Schaden, der durch seine Tätigkeit, durch seine Entscheidungen in seinem Haus entstanden ist, dafür ist er auf jeden Fall auch heute schon politisch verantwortlich zu machen. Und wir haben ja auch bereits gefordert, dass er dafür eigentlich zurücktreten muss, beziehungsweise dass die Bundeskanzlerin ihn aus dem Amt entlassen sollte. Die Untersuchungen, die jetzt angestellt werden, gehen aus unserer Sicht vor allen Dingen in drei Richtungen. Das eine ist, warum hat man im Verkehrsministerium zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidung des EuGH noch nicht gefallen ist, warum hat man da Verträge abgeschlossen, die den Bund gebunden haben, und zwar in einer Art und Weise, die durchaus fragwürdig ist oder jedenfalls nicht völlig gewöhnlich ist, sehr hohe Schadenersatzforderungen ermöglichen. Das ist die eine Frage. Was ist der Hintergrund der Absprachen oder der Diskussionen mit der EU-Kommission? Diesen Aspekt würden wir gerne noch mal erhellen. Offensichtlich hat es ja im Vorfeld verschiedene Gespräche gegeben. Und das ist einer der Argumente aus dem Ministerium, warum man sich sicher war, dass die Rechtsauffassung des Ministeriums auch standhalten würde, was dann nicht eingetreten ist. Der dritte große Punkt ist selbstverständlich die Frage nach den abgewandelten Verträgen bzw. nach den abgewandelten Ausschreibungsbedingungen, nachdem die 3-Milliarden-Forderungen der Betreiberfirmen auf dem Tisch lagen. Hier setzten ja diese nicht protokollierten Gespräche zwischen Minister und Betreibern ein im Oktober 2018. Das wird ganz sicher eine zentrale Frage sein, wie hier eine Reduktion der Angebotssumme, die ja ausgeschrieben war, überhaupt zustande kam. Der Bundesrechnungshof hat ja schon darauf hingewiesen, dass das aus seiner Sicht sowohl haushaltsrechtlich als auch vergaberechtlich nicht zulässig gewesen sei. Auch wir legen großen Wert darauf, dass man jetzt zügig arbeitet. Eine ganze Reihe von Unterlagen haben wir ja schon einsehen können. Wichtig wird jetzt sein, die vollständigen Unterlagen zu erhalten. Und wichtig wird es sein, dass man jetzt auch Zeugen befragen kann. Dafür ist der Untersuchungsausschuss unbedingt sinnvoll. Dankeschön.
Bis zum gestrigen Tag hat das Pkw-Maut-Desaster 73 Millionen Euro gekostet. Das haben wir vom Bundesverkehrsministerium erfahren. Wir sehen es als Pflicht, als Parlamentarier diesen Sachverhalt aufzuklären, weil es hier viel Geld geht, Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und weil auch ein Vertrauensverlust in die Politik entstanden ist, bei einem Verkehrsminister, der sich ja keine Schuld bewusst ist. Wir werden sehr genau nachfragen, warum wurde ein Vertrag unterschrieben, ein milliardenschwerer Vertrag, ohne dass Rechtssicherheit bestand? Warum sind in diesem Vertrag Kosten versteckt worden? Und warum sind die Vertragsbestandteile so, dass die Risiken einseitig auf den Bund verlagert wurden? Aus der bisherigen Aktensicht, und wir haben ja schon 50 Ordner bekommen, ist für uns deutlich, man hat dem Ziel, das bayerische Prestigeprojekt bis zur Bundestagswahl umzusetzen, die Maut an den Start zu bringen, alles untergeordnet. Und wir wollen im Untersuchungsausschuss natürlich auch wissen, gab es da eigentlich auch kritische Stimmen, gab es da Bedenken oder waren das alles nur Gefälligkeitsgutachten, wo man durchgedrückt hat, um die Entscheidung mit dem Mautstart durchzubringen. Das werden wir in dem Untersuchungsausschuss anhand der Akten, da fehlen uns noch viele wichtige Akten, gerade in dem Zeitraum der Vergabeentscheidung. Da haben wir nur eine lose Blattsammlung, gerade was die Leitungsunterlagen angeht. Dieser Frage werden wir dort nachgehen und natürlich auch in der Zeugenbefragung. Ja, wir haben es hier mit einem sehr ungewöhnlichen Untersuchungsausschuss zu tun. Normalerweise wird die politische Verantwortung von Ministern, von Personen diskutiert. Das liegt hier alles offen auf dem Tisch. Andreas Scheuer als Verkehrsminister hat die Verfassung gebrochen, hat das Parlament belogen und er hat einen Schaden verursacht, dessen Höhe noch nicht ganz klar ist, aber der mehrere hundert Millionen Euro betragen kann. Es geht jetzt um das in diesem Untersuchungsausschuss darum, das Warum und Wie zu ergründen. Wie konnte es sein, dass eine solche Fehlentscheidung getroffen wurde? Welche politischen Motivationen waren hier am Werke, die dazu geführt haben, dass solche Entscheidungen getroffen werden? Das muss aufgearbeitet werden. Das sind wir dem Parlament, das sind wir der Öffentlichkeit, das sind wir den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig, dass hier geklärt wird, wie es zu dieser Fehlentscheidung kommen konnte und was letztendlich Herrn Scheuer als den die Verantwortung tragenden Minister dazu bewegt hat, eine solche Entscheidung zu treffen. Deshalb brauchen wir diesen Untersuchungsausschuss, denn es ist auch wichtig, für die Zukunft zu lernen, dass solche Fehlentscheidungen nicht mehr passieren dürfen und dass nicht mehr um Prestigeprojekte von Regionalparteien auf Kosten von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wieder geltendes Haushaltsrecht, wieder die Verfassung durchzusetzen. Darüber muss dieser Untersuchungsausschuss arbeiten und hier entsprechende Vorkehrungen treffen. Wir sehen in diesem Untersuchungsausschuss eine große Chance, die Diskussion um die Infrastrukturabgabe wieder zu versachlichen, um die Einführung dieser Infrastrukturabgabe wieder zu versachlichen und wehren uns zunächst ganz ausdrücklich gegen Vorverurteilungen. Die Einführung der sogenannten Pkw-Maut, richtigerweise Infrastrukturabgabe, hatte in der letzten Wahlperiode intensive Diskussionen im Deutschen Bundestag hinter sich. Sie war ein Projekt der Bundesregierung, der schwarz-roten Bundesregierung unter den bekannten Prämissen. Genau so haben wir dann gehandelt im Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass auch die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen der Infrastrukturabgabe im Bundesrat zugestimmt hat. Wenn man also, wie der Kollege Krischer gerade von Verfassungsbruch redet, so war eine Landesregierung mit rot-rot-grüner Beteiligung ebenfalls mit dabei. Man sollte also deutlich vorsichtiger sein im Umgang mit solchen Worten. Es geht, wie gesagt, darum, dass wir aufklären. Es geht darum, aufzuklären im juristischen Detail des Vergaberechts. Es geht darum, aufzuklären im Detail, ob eine falsche europarechtliche Einschätzung im Verfahren vor dem EuGH vorlag. Ich möchte nochmals ausdrücklich daran erinnern,
dass die EU-Kommission das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt hat. Wir waren mit der Kommission im Einvernehmen nach mehreren Detailänderungen am Gesetzentwurf der Infrastrukturabgabe. Insofern geht es dann um die vergaberechtlichen Fragen, um das, was im Detail in den Monaten nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten geschehen ist. Das sind natürlich Fragen, die insbesondere das BMVI, aber auch das Bundesfinanzministerium und das Justizministerium betreffen. Denn alle waren, wie das Bundesfinanzministerium auf eine kleine Anfrage geäußert hat, im Verfahren involviert. Da sehen wir nun die Chance im Untersuchungsausschuss auf ein faires Verfahren, auf Aufklärung in der Sache, im Detail, in der juristischen Bewertung und ganz deutlich nochmal, man sollte einen Untersuchungsausschuss arbeiten lassen und nicht jetzt Rücktritte fordern und vorverurteilen. Sonst würde man das Untersuchungsausschussergebnis vorwegnehmen. Das sehen wir nicht so. Ganz im Gegenteil, jetzt ist der Untersuchungsausschuss, jetzt ist das Parlament am Zug. Es stehen sehr schwere Anschuldigungen im Raum. Es ist die Anschuldigung, dass der Minister das Parlament belogen hat und dass er Haushaltsrecht gebrochen hat. Der Minister hat gegenüber dem Ausschuss erklärt, dass beide Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprechen. Und darum ist es jetzt wichtig, dass wir in diesem Untersuchungsausschuss die Fakten auf den Tisch bekommen, dass wir Zeugen hören, um festzustellen, wo liegt denn tatsächlich die Wahrheit. Und wir fangen damit an, in guter Tradition, dass wir im Januar zuerst Sachverständige hören, nämlich die, die uns schon Gutachten geschrieben haben zum Thema Europarecht, zum Thema Vergaberecht, damit wir uns im Ausschuss noch mal vertiefend mit den Rechtsfragen beschäftigen können. Und anschließend werden wir die Menschen hören, die uns zu den eben genannten Vorwürfen, weil sie direkt in Verhandlungen beteiligt waren, weil sie in den Ministerien mit dem Fall betraut waren, Auskunft geben können, sodass wir am Schluss wissen, was ist tatsächlich passiert und wer trägt dafür für die Verantwortung. Das ist ein gutes, demokratisches Verfahren und ich freue mich, dass wir damit jetzt endlich anfangen können, damit die gegenseitigen Schuldzuweisungen ein Ende haben.